Unterstützung für die Gemeinden, damit die vorhandenen Wohnbauzonen sanieren können. Beiträge für Hausbesitzer, um alte Wohnungen zu sanieren. Ein neues Wohnbausparsystem mit Unterstützung der Banken. 2400 neue Wohnungen des Wohnbauinstitutes bis 2015. Das sind einige der Vorhaben, die Landesrat Christian Tomasini im Laufe des Pressegespräches zur Halbzeit der Legislaturperiode erläutert hat. Ziel ist es, allen eine Wohnung zuzusichern und das derzeitige Niveau von 74% Eigentumswohnungen zu halten. Das Wohnen ist ein Grundrecht des Menschen und die Landesregierung hat sehr viel im Thema Wohnbau gemacht. Die Gesellschaft aber hat sich stark geändert und wir brauchen neue Maßnahmen. Wir werden in Zukunft sicher die Erstwohnung weiterführen. Die Erstwohnung ist eine soziale Sicherheit für die Bürger, insbesondere in diesen Zeiten der Krise. Es ist sehr wichtig. Wir werden auch das Bausparsystem für die Jugendlichen entwickeln. Es ist wichtig, dass die Jugendlichen, die jungen auch Generationen, jungen Paaren auch eine gute Arbeit, eine gute Zusatzrente für die Zukunft haben, auch eine Wohnung, eine gute Wohnung für die Zukunft aufbauen, entwickeln, erreichen. Und wir werden in diese Richtung arbeiten. Wir werden auch, für was das Wohnbauinstitut betrifft, neue Wohnungen aufbauen, 1200 in den nächsten 3 Jahren werden wir planen. Das Wohnbauinstitut verfügt heute mehr als 13.000 Wohnungen, das ist wirklich sehr, sehr viel und wir werden für die Zukunft auch die Verwaltung verbessern, reformieren, um immer mehr Transparenz und Effizienz zu haben. Man muss die Familien ganz konkret unterstützen, um der Mehrsprachigkeit eine Chance zu geben. Diese ist nämlich die ganz große Herausforderung der nächsten Jahre, vor allem für die italienischsprachige Bevölkerung. Es geht um Sprachzertifikate, um einen Bildungspakt mit den Familien, um eine Erhöhung der Unterrichtsstunden. Es geht auch darum, die technische Ausbildung wieder in den Mittelpunkt zu stellen und so den Jugendlichen Berufe zu erschließen, die gefragt sind. Wir wollen, dass unsere Kinder, unsere Jugendlichen wirklich zwei- und mehrsprachig werden. Wir wollen aktive, bewusste und mehrsprachige Bürger und Bürgerinnen heranbilden. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir alle zusammen arbeiten, die Schulen, die Familien, die Vereine, die Gesellschaft. Wir werden diese Projekte im Thema Mehrsprachigkeit weiterentwickeln in allen Schulen, insbesondere in den Grundschulen. Wir werden die Schüleraustausche mit der deutschen Schule weiterentwickeln und damit wirklich unsere Jugendlichen, unsere Kinder sich zusammentreffen können, miteinander reden können und sich auf beide Sprachen unterhalten können. Dies und die Bewertungsreform werden die Schwerpunkte der Schulpolitik in nächster Zeit. Tomasini hat auch vom Albini-Treffen 2012 gesprochen, das in Bozen auf dem Programm steht. Er bezeichnete das Treffen als nicht leichte kulturelle Herausforderung. Tomasini hat auch die Wichtigkeit des Kulturplanes für das Land hervorgehoben, der nächstes Jahr erarbeitet werden wird und natürlich auf die Bedeutung der Kandidatur Südtirols mit dem Nordosten Italiens als europäische Kulturhauptstadt hingewiesen.